Hallo Leute, willkommen zurück zu Samkat und ein weiteres Video von Minds and Magic. Beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen Tutorials gespielt. Also das geht irgendwann nicht weiter, weil irgendwie die Mana-Quelle, die man hat, irgendwie nicht genug Mana abwirft. Also kann man die Quest von dem Tutorial nicht weitermachen. Und ja, shit happens, ist halt so. Dann haben wir eine neue Kampagne gestartet und da muss man wohl bis Welle 15 kommen. Und es war sehr, sehr knifflig. Wir starten das nochmal, machen nochmal neue Kampagne und hoffen, dass wir jetzt ein bisschen besser werden. Und ja, also wir fangen am besten an hier auf jeden Fall mit Gold. Na, wir müssen irgendwie gucken, dass wir irgendwie an Gold kommen, aber das, ja, das war's ja schon wieder. Das heißt, wir müssen hier irgendwo ran. Wir müssen mal gucken, vielleicht finden wir hier noch irgendwo Gold. Nein, leider nicht. Aber egal, warte mal. 40 Dings, ja. Egal, wir müssen jetzt hier irgendwo ran. Hier drüben, warum habe ich jetzt auf einmal so viel Zauber? Hatte ich doch vorher nicht so viel Zauber. Okay, krass. Na egal. So, also wir brauchen erstmal so ein Ork. Na, am besten zwei. Na egal, jetzt ist zu spät. Ich hoffe, dass der eine das schafft. Wenn nicht, ich kann mich auch gut verlassen hier auf meine Burg. Die Burg macht echt gut Schaden. Aber wir brauchen definitiv mehr Gold und wir müssen hier Essen besorgen, dass wir auf jeden Fall auf den Dings kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen hier auf den Ogre kommen und das vielleicht so zwei, drei Stück bauen. Das wird die letzte Welle auf jeden Fall durchhalten. So. Hoffe ich mal. Ah, wieder nicht. Schade. Hier muss irgendwo Gold versteckt sein. Wir brauchen auf jeden Fall Gold. Mana mache ich auf jeden Fall auch. Okay, wir holen einfach jetzt einfach mal jeden einmal. Zack. So. Zweiten und los geht's. Mehr können wir eh nicht tun. Schauen wir mal. Oder ich heb mir die Zauber bis zum Schluss auf. Aber halt auch nur eine Single Unit halt das auch nur. Ist nicht gerade viel. Egal. So, haben wir jetzt hier noch was? Ah, Eisen. Brauche kein Eisen. Aber egal. Können wir gebrauchen. So. Kristalle. Brauche ich Kristalle? Ja, vier Stück brauche ich. Okay. Wir holen erstmal einfach einmal alles hier. So, wir kommen gut voran. Und ich brauche hier... Ah, Mensch. Ah, es ist halt Zufallsprinzip, ne? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Es ist Zufallsprinzip, dass wir überhaupt hier was finden. Oder was bekommen. Ja. 64, ja. Wir holen einfach jetzt jede Runde immer so ein Ork. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, was wir hier machen. Denn die Masse macht's auf jeden Fall. Man sieht es hier, die Masse macht's. Also, die haut ganz schön rein. Gut. So, nächste. Glück. Wir schauen mal. Ah, okay. Ist auch gut. Ist auch gut. Ist auch gut. Ist nichts verschenkt. Wir können das alles gut gebrauchen. Hier brauchen wir mehr Einfluss. Hier müssen wir langsam hinkommen. Sonst haben wir echt Probleme. So. Ich kann schon wieder keinen mehr bauen hier. Ärgert ein. Geil. Kann keinen bauen. Was soll ich machen? Kommt einfach zu wenig Gold rein. Aber wir schaffen es. So. Ist auch wieder kein Gold. Schade. Also ich muss die jetzt langsam erweitern hier. Sonst kriege ich nicht genug Einfluss.
Ah, krieg ich auch so nicht. Das ist alles zu wenig einfach. Schade. Egal. Die liegen ganz, ganz doof. Kann nur hoffen, dass hier denn noch so ein Stein ist. Ansonsten bin ich wieder angeschmiert. Ah, Castle richtet's. So. Zack. Ah, nix. Nichts da. Schade. Ah, jetzt bräuchte ich auch eigentlich ein bisschen hier mehr von dem. Da müssen wir auch ein bisschen was investieren. Vom Brunnen habe ich auch. Eigentlich bekomme ich von jedem eins. Ja, mindestens. Gut. Die Orks sind an sich eigentlich stark, aber die können halt keine Dings ab. Keine Magie. Guck mal, hier 50. Was ist das? Das ist nichts. Ich kann doch nicht mal erweitern. Wie gesagt, es ist echt blöd gemacht. Jetzt mir auch einen Stein nicht zu zerbrechen. Da kommt nichts an. Was soll ich da machen? Ich kann jetzt eigentlich nur hier immer wieder so einen Ork bauen. Und das war's. Mehr kann ich nicht tun. Irgendwie ist es per Zufallsprinzip hier so gelöst. Das heißt, wenn du am Anfang so diese Goldfelder hast, dann bist du gut dabei. Wenn nicht bist, hast du echt die Arschkarte. Ich verstehe noch nicht, was diese 60 hier bedeuten, da oben. Keine Ahnung. 60. Ach so, das ist wahrscheinlich die FPS oder sowas. Ich weiß es nicht. Kann sein. So. Hier ist ganz viel Mana hier, aber. So ein Healer, ja. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Healer zu haben. Machen wir auch ein. So, los geht's. Jetzt fehlt mir nur noch Geld. Dann kann ich so einen scheiß Ork hier bauen. Tristaks, okay, die buffen auch. Das ist auch gut hier. Das sind schöne Buffer. Schade. Ja, ich kann jetzt nur bauen. Ich komme noch nicht mal dahin. Seht ihr das? Ich komme da noch nicht mal hin. Das ist total bekloppt gemacht. Oh, hier ist Gold. Schön. Das ist gut. Einfach hier voll drauf.
Jetzt komme ich da auch hin irgendwie. Und guck mal, selbst wenn ich das komplett ausbaue, ich komme da nicht hin. Ne? Ich brauche hier noch irgendwie so noch einen zwei Stein dazwischen, sonst komme ich da absolut nicht hin. Da ist einfach nichts. So, jetzt 10,8. Wir gucken mal, ob das ausreicht. Komm hier auch nicht hin. Mir fehlt noch ein bisschen. Hier könnte ich dann noch hin und dann versuchen, in der Hoffnung hier hinzukommen. Aber ansonsten habe ich echt Schwierigkeiten, darüber zu kommen. Ja. Die sind so stark, ey. So, der Turm macht es richtig. Der Turm greift immer den an, der am schwächsten ist. Alter. Ach du Scheiße, haben die meine Burg zerruppt. Oha, das war ein schneller Sieg. Auf jeden Fall. Wir schauen mal im Multiplayer rum. Ich will mal gucken, was es ist. Select Builder. Hello 1600. Keine Ahnung, was es ist. 1 vs 1 Development Progress. Okay. Wir gucken mal, ob wir einen finden. Bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt. Gibt ja auch leider keine Lobbys. Zumindest steht es hier. Schade, ich hätte es gerne mal gespielt, was so ein Multiplayer ist. Aber keine Lobbys. Da wird wohl keiner was machen. Schade. Ja, Tutorial halt ist irgendwie fehlerhaft. Multiplayer geht nicht so wirklich. Ja, probieren wir es nochmal. Hoffen wir mal, dass wir jetzt eine andere Goldquelle haben in der Nähe. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist eine Goldquelle, hier ist eine Goldquelle. Das sieht gut aus. So, das heißt, wir haben auch ganz andere Zauber, komischerweise. Also es ändert sich immer. Ich sag doch, man hat dann wirklich, man muss wirklich gucken, dass man wirklich per Zufall Glück hat und das durchsteht. Dann kann es auch losgehen hier. So. Ah, jetzt ist hier keiner. Oh Mann. Jetzt ist da keiner. Egal. Wir holen uns die ganzen Minen hier. Ja, haben wir. Okay. Gut, ist noch ein bisschen Geld übrig. Nein, natürlich nicht. Gut, einfach weiter. Wir werden ja wohl irgendwann mal die Kampagne durchspielen, oder? Das ist die erste Kampagnenmission. What the fuck, ey? So. Guck mal, was hier ist. Grün, okay. Komme ich wieder nicht ran, ne? Ich könnte nur hier dann gucken, probieren, ob hier was ist. Wenn hier was ist, natürlich haben wir Glück. Aber ansonsten, der Umkreis einfach, das, ne? Das Territorium ist einfach so gering. Ja, wir können halt wirklich nur hoffen, dass überall so ein Ding drin ist. So. Also, wir können eigentlich nicht mehr viel machen. Wir gehen einfach weiter. Ja, gut. Was haben wir jetzt hier? Braucht dringend, um was, um Gold zu bekommen. Sonst.
Wird das hier nix. Habe ich hier frei? Oh, ist nix. Das war so klar. Das ist so schade, ne? Hier kriege ich nichts raus. Hier kriege ich nichts raus. Scheiße. Ja, ich pass auf jetzt. Ich gebe hier ein paar Orks. Wir müssen eine andere Strategie fahren. Einfach nur noch dauerhaft Orks bauen. Dann auf die Masse hoffen. Aber ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, was ich hier so machen könnte. Was ist hier? Ist auch wieder nichts. Es war so klar, dass ich die nicht kriege. Wie soll ich denn hier bitte schon an Reichweite generieren? Das ist ein bisschen unüberlegt. Aber egal. Zack. Ja, auch kann ich auch nicht mehr bauen. Geld, also man bekommt echt wenig Geld hier. Da fehlt noch so ein bisschen Feintuning bei dem ganzen Spiel. Ein Troll oder nehme ich lieber das? Nein, lieber ein Ork. So, was ist hier? Ist hier was? Ja, gut, okay. Was Grünes. Hoffen wir mal, dass hier denn was ist. Auf jeden Fall hier zwei. Hier könnte was sein. Und ja. Und so viel Geld will ich jetzt auch nicht ausgeben. Das ist es ja. Ich habe ja kein Geld, ne, zum Ausgeben. So. Ja, und ganz schön rein auf jeden Fall. Gut. So. Jetzt lass uns hoffen. Nichts drin. Vogelpackung. Egal. Jetzt kommt weiter. Was ist hier? Not enough von uns? Oh. Jetzt brauche ich auch noch Tiere hier. Okay. Dann pumpen wir das eben voll. So, jetzt kann ich immer zwei bauen. Sollte passen. Ja. Okay. Weiter. Oh, sieht gut aus. So, hier ist auch noch mal was. Aber eigentlich müsste ich eher hier machen. Mach mal hier. Zack. Ah, Mana. Gut. Brauche ich eigentlich eher nicht. Aber egal. So, drauf da. So, sieht's aus hier. Zack. Wieder Mana. Scheiße, Mann. Aber egal. Egal.
So, kann eh nur einmal bauen, von daher. Wir setzen ihn jetzt ein, zack. Los geht's. Und die kommen noch nicht mal ran, ne, so wirklich. Schon krass. Das ist schon echt heftig. Alter, wie viel Schaden die machen. Ist ja, das war's. Oh. Das ist ja krass. Und dann kriege ich wieder so wenig Gold, ne? Das ist doch ein Witz, das ist Verarsche. Was soll das? Das ist einfach Verarsche. Du kommst einfach nicht weit. Deswegen, ihr stimmt einfach das Balance nicht. Ich kann auch nicht mal mehr einen Ork bauen, nichts. Ja, was soll ich damit? Bescheuert einfach nur. Egal, einfach drauf da. Kann's vergessen. Kaputt. Ja, okay. Tote Map. Hier ist keine Map. Da gibt es anscheinend nur eins. Und das ist ja auch nur, glaube ich, ein Test gewesen. Ja, okay. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Man merkt es. Und wenn ein, sage ich mal, das Prinzip da, das Zufallsprinzip nicht in die Karten spielt, dann hat man echt schwierige Karten. Ja. Und ja. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also, aber auf jeden Fall muss da noch sehr viel Balance werden, sehr viel eingestellt werden und vor allem das Tutorial muss mal gefixt werden, dass man auch versteht, dass es nicht nur, also vielleicht die Strategie noch kennenlernt in diesem Tutorial, das wäre schon nicht schlecht. Multiplayer, wenn man den schon anbietet, sollte auch schon funktionieren, ja. Und wenn es irgendwie noch mit Bots ist oder sowas, keine Ahnung. Aber irgendwie sollte man das schon funktionstüchtig machen. Und ja, ansonsten, wenn euch das, wenn dir das gefallen hat, dann lasst mal gerne einen Daumen da und ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss.